Dirty B und Cannabis Sativa. Hi, rappe ich nun mal lieber als die meisten. Aber am liebsten bin ich natürlich ordentlich drauf und der Puls muss pumpen. Ja, ihr Gumpen, wenn ich mit euch fertig bin, habt ihr nur noch Stumpen. Könnt nicht mal mehr vom Tatort weghumpeln. Tja, wir sind halt keine Kumpel, wir sind Gegner. Und schon 10 Zeilen später gibt es dich nicht mehr, denn da hab ich dich bereits vor 7 Zeilen terminiert. Ja, blamiert hab ich dich, so wie deine ganze Crew. Doch was willst du schon machen, wenn ich im Nu auf die Bühne komme und dich locker vom Hocker weg mit meinem Flow kille, denn ich chille nun einmal mit dem Teufel, er ist mein Vater. Hart, ja. Ich weiß, doch ich liefer den Beweis, dass der Sohn des Teufels nicht weniger dreist. Daher kommt als der Meister höchstpersönlich, der gehört aus der Unterwelt. Dirty B, ob es dir nun gefällt oder nicht, wenn ich mit dir fertig bin, du Wicht, dann erinnert sich keine Sau mehr an dich. Denn selbst deine Familie vergisst dich im Nu, das ist der Clou, Dirty B. Du hast es selbst so veranlasst, deswegen komme ich und verübe den Anschlag. Denn du Unterfang, du machst mich krank mit deinem Verhalten. Ich würde dich in der Mitte spalten wie mit der Axt einen Stamm. Was soll ich sagen? Ich stehe stramm, genau wie mein Glied, und deswegen kriegst du Hieb für Hieb, Faust ins Gesicht, Ellenbogen hinterher, da nochmal das Knie, bitte sehr. Du hast es so gewollt, du hast es selber provoziert. Ich habe nur ganz friedlich im Untergrund pausiert. Ist die Nase voll Schnee, ist es schon okay. Dann baue ich noch ein Tütchen oder einen fetten Kopf. Den baller ich und dann heißt es bye bye. Der Rap Master of Freestyle Battle Rap ist und bleibt Dirty B, denn ich bin halt ein Genie. Wee wee, willst du mich aufhalten, wie willst du's versuchen? Tatest du was, wirst du es verfluchen. Denn dann wird des Teufels Sohn dich einrollen und dich ganz gekonnt verschwinden lassen, so wie David Copperfield. Kann ich zaubern, denn ich habe den Voodoo in mir. Du nicht lachen über Voodoo, Mann, sonst machen Voodoo, Mann, böse Zauberei, dann hat Voodoo-Mann dein Ei. Weißt, was passiert, wenn ich komme? Ja, dann renn im Reis aus, denn ansonsten erntest du Schläge, keinen Applaus. Dirty B ist und bleibt der Chef im Game. Scheiß auf Cash, Hauptsache irgendwann ein bisschen Fame, das reicht aus. Denn dann kommen die Girls in Scharen angesteppt und wollen mit Dirty B ins Bett. Ohne dass ich dafür Chloroform benutzen muss oder Liquid Ecstasy, dann kommen sie freiwillig und das ist wie Weihnachten und Ostern plus Geburtstag auf einen Tag, einen Tag. Sei ein Tag wie Dirty und du beißt ins Gras.